Die Menschen in Chinas Erdbebenregion kommen kaum zur Ruhe. Nach Fernsehberichten über ein angeblich bevorstehendes, schweres Erdbeben zeigt sich die Regierung bemüht, Panik unter der Bevölkerung zu vermeiden. Am Dienstagmorgen waren Zehntausende Einwohner der Stadt Chengdu aus ihren Häusern geflohen. Auf den Straßen aus der Hauptstadt der Provinz Sichuan bildeten sich Staus, die Menschen suchten freie Flächen auf. Im Kreis Pingwu wurde der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge ein Nachbeben der Stärke 5 registriert. Viele Menschen suchen Sicherheit. Ich möchte raus zum Flughafen. Dort gibt es mehr freie Flächen und keine hohen Gebäude. Denn die größte Gefahr bei Erdbeben kommt doch von Gebäuden, die zusammenstürzen. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von der Rettung eines Mannes, der mehr als 170 Stunden unter Trümmern eingeschlossen gewesen sei. Ein Wasserkraftwerk war über ihm zusammengebrochen, erklärte ein Sprecher der Rettungskräfte. Wir waren 12 Minuten nach dem Notruf hier. Die Rettung dauerte dann 4,5 Stunden. Bei dem schweren Beben vom 12. Mai waren laut offiziellen Angaben mehr als 34.000 Menschen getötet worden. Fast ebenso viele werden noch vermisst.